Als Nächsten würde ich gern Yogi Bär in den Zeugenstand bitten. Er war ein guter kleiner Bär. Allerdings bekam der Park dann einen Sponsor. Mr. Yogi, können Sie uns den Buchtitel vorlesen? Na ja, lesen ist nicht unbedingt eine Stärke von mir. Nur den Titel, das reicht absolut. Ich kann nicht lesen. Und sagen Sie doch bitte, Ihr guter alter Freund Bubu, kann er lesen? Ich glaube nicht. Nur nicht traurig sein. Bald wird alles wieder gut. Wie sagt man so schön? Gandhi ist toll, aber Whisky macht voll. Whisky. Ja. Also, Myron, eine Sache begreife ich nicht. Sie, als Klinker der Regierung... Ganz recht, Birdman. Sagen Sie es ruhig nochmal. Richtig laut. Was denn? Dass Sie nichts begreifen. Sie vertreten doch den Staat, oder? Tja, das glauben Sie. Vielleicht sehen Sie den Mann da drüben. Die Jukebox? Nein! Es gibt keine Regierung mehr. Nur noch ein paar multinationale Konzerne, die alles besitzen und beherrschen. Myron, Myron. Der Bär ist eine Bedrohung für die neue Weltordnung, Birdman. Bald gibt es nur noch eine Welt und eine Währung. Ah! Ich schrumpfe dich auf Spielzeuggröße! Nur noch eine Währung? Ihre Rechnung, Sir. Na klar. Na nu, in Euro? Mr. Bubu, würden Sie sich als Revolutionär bezeichnen wollen? Nein, nur ich denke schon, dass diese Bande von Konzernen erreicht, dass unsere Würde und Unabhängigkeit flöten geht und dass wir deswegen jedes Mittel nutzen sollten, um ihre Herrschaft zu zerstören und sie endlich in die Wüste zu schicken. Aber das ist nur die Meinung eines kleinen Bären. Ein süßer, kuscheliger kleiner Bär. Die Verteidigung ruht.